Da haben wir zweite Basketball-Bundesliga, fünfter Spieltag, unser zweites Heimspiel, Tigers Tübingen, Rostock Seawolves, 96-87. Ich begrüße beide Trainer, Milan Skodaj und Douglas Spradley. Milan, you get the first word. Sorry. No problem. Just first of all, congratulations for Tübingen team and Coach Spradley on good game. I think it was good performance from both teams and good to watch for fans. Actually, it was a three-quarters tight game, and just one not good enough for us, just cost us this win. Actually, when we get back for two or three possession game, we missed many free throws, and actually, when you see the stats, all other numbers are the same, possessions-wise, this and those nine from us was not good enough. Maybe that was the right now the reason. Also, Tübingen played more than 20 minutes small ball basketball. I think we got good matchup, but yeah, actually you have to be way stronger on the way and to have better decisions on offense to have, let's say, win. Thank you. Thank you. Erstmal danke für den Glückwunsch. Thank you for the congratulations. Ja, ich kann nur zustimmen. Ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Basketballspiel für die Zuschauer. Natürlich für uns Trainers ist es vielleicht nicht so schön ab und zu, aber beide Mannschaften haben alles gegeben. Wir hatten ein Ziel, unser Rebound-Verhältnis deutlich zu verbessern im Vergleich zu dem Spiel am Mittwoch. Das haben wir geschafft. Wir haben auch, glaube ich, eine bessere Ballverteilung und Zusammenspiel definitiv als im Mittwoch. Das war auch unser Ziel. Es ist schwierig natürlich, wenn man nur zwei Tage Vorbereitungszeit hat, erstmal die Kraft und zweitens die andere System ein bisschen zu verstehen und lernen. Aber ich glaube, die Jungs haben das sehr gut heute gemacht. Wenn ich sehe, dass wir sechs Spieler zweistellig und zwei andere oder drei andere mit acht. Ich habe die Mannschaft gesagt, das war eine sehr, sehr gute Teamleistung, ein Teamsieg. Das war nicht ein Spieler zu sagen, dass er besser gespielt hat als die andere. Jeden Spieler hat was positiv gemacht für die Mannschaft in der Angriff und in der Verteidigung. Und bin ich sehr glücklich über den Sieg. Danke. Zuschauerzahl war 2300. Doug, wie wäre es mit Philipp gewesen? War er zur Not gedacht oder nicht? Ja, Philipp hat jetzt das Okay bekommen, aber hat bis jetzt keine Kontakte im Training gehabt. Aber ich wusste, dass die Rostock-Mannschaft sehr, sehr groß war. Und ich wusste nicht, wie wir reagieren, wenn wir kleiner gehen müssen. Dass wir das gut im Griff gehabt und gut gemacht. Sprich für die beiden, das sind besonders Tanner und Sven, die haben richtig in dieser Phase sehr gut gereboundet, sehr gut verteidigt. Aber Philipp war bereit. Ich habe extra gefragt, bist du bereit, da reinzukommen in Not? Und er hat gesagt, yes, so hat er angezogen. Und ich glaube, es war die schlaue Entscheidung, ihn nicht zu spielen lassen. Lass es noch ein paar Tage heilen und dann hoffentlich Anfang nächste Woche kann er richtig Gas geben. Fragen von eurer Seite? Ein Wort vielleicht noch zu Deontay Baldwin, der für mich heute ein sehr gutes Spiel gemacht hat und das Spiel auch diktiert hat und so vielleicht den anderen Teamkollegen Selbstvertrauen gegeben hat. Stimmen Sie da zu? Ja, ich habe das ist ein bisschen, was ich erwarte von ihm natürlich. Ich glaube, was er noch nicht gezeigt ist, dass er auch von draußen konstant werfen kann. Und wenn er das irgendwann zeigt, das ist er so verdammt schnell, dass man, wenn einer richtig eng an ihm drauf ist, dann kann er auch penetrieren, aber er sieht auch die Mitspieler, sehe das jetzt, 8 Assists, aber mit 1,85 Meter, 6 Rebounds, geht richtig rein und als Nichols probiert ihn aufzuposten, hat er richtig gekämpft in der Low Post und hatte bestimmt 15, 20 Kilo abgegeben, aber er hat ein großes Herz und als Aufbauspieler, er muss die Mannschaft so spüren, führen, er muss die Führer in die Mannschaft. Heute hat er so gespielt. Okay, Vincent? Sie haben viel diskutiert, also viel gesprochen mit den Schiedsrichtern. In einem Wort dazu. Oh, kann man, ja,
Ich glaube, wenn uns beide fragt über die Schiedsrichterleistung, wie würde jeden würde ein oder die andere Zins haben. Ne? Und ich bin zu alt, draus zu schreien die ganze Zeit, wenn ich nicht glücklich bin über eine Entscheidung. Aber das ist letztendlich eine Entscheidung, wir müssen das akzeptieren. Ich kann natürlich normal mit ihm reden, das wünschen die, das sind normale, nicht diese laute Geste. Und ich finde, der war nicht die Spielentscheidung. Wenn ich sehe, dass 23 Freiburg für Rostock, 21 für uns, Foulverteilung, weiß es nicht, 23, 24, die Schiedsrichter haben keine Entscheidung im Spiel gemacht, in meiner Meinung. Was war nach Schusspfiff noch los? Gab es eine Handgemenge in der Backpfeife? Ich glaube, dass einer der Spieler war sauer, dass Diante das Wurf genommen hat. Mhm. Auf einer Seite kann ich verstehen, auf der anderen Seite, dieses Point Differential ist richtig in der Liga. Ich würde erwarten, dass Rostock genau das Gleiche macht. Und wir wissen nicht, wie die in die Ende, wo man steht und jeden Point zählt. Ja? Und ist ein bisschen vielleicht unglücklich, aber auf der anderen Seite, er hat den Wurf bekommen, er hat es genommen, er hat getroffen und am Ende ist es nur ein Korb mehr, aber es ist kein Disrespect gemeint oder irgendwas in dieser Richtung. Did you see that scene after the buzzer? The last second shot that Baldwin was the problem in that shot. Yeah, that's what I said, but because there was, yeah, there was. It's up to guys, but actually for me, yeah, there is some kind of rule in Europe. Last 5-10 seconds, if the game is already decided, you don't play. Yes, you can accept that or no. Other things also, coach can do something. Let's see what we can do on last 5 seconds. Can I have some buzzer beater shot or to practice for something else? It just depends of a stance. Would you like to do that or no? My guys was just done. They didn't play defense after that. They stopped. Maybe Baldwin is a rookie in Europe, he doesn't know that, and actually I have no problem with that, but you know, that's just, actually in my country we are always trying to play all the way down, like okay, I will call timeout on last 5 seconds just to try something, for example, maybe other side will be angry, disappointed or something, but this is the way of, but here the rule is, I learned that, don't play last 5, 10, 15, maybe if the game is already decided. From my side, there is no problem for that. I can understand all. War nicht spielentscheidend. Mr. Spradley, würden Sie Justin Strings vielleicht als den vielseitigsten Spieler der Mannschaft bezeichnen? Hat offensiv gut gescored, wichtige Drives zum Korb gehabt, gute Dreier getroffen, in der Defensive mit 2 Blocks überragend sein Mann gestanden. Vor allem der Block, wann war es? Bei der 5-Punkte-Führung. Sonst wären es 3 gewesen und im nächsten Angriff hat Jochen Jammer den Dreier getroffen, dann waren es 8. War ein Wort über Strings? Er ist einer von vielen Spielern, dass wir haben, dass mehr Position spielt. Und er hat eine enorme Athletik und bei ihm geht es nicht nur um Punkte, das geht auch die gesamte Spiel. Und ich finde, dass er sehr passiv in der ersten Halbzeit, offensiv, aber er hat auch Foulprobleme. Mhm. Und dann habe ich ihm irgendwann in der dritten, vierten gesagt, ey, du musst mehr aggressiv sein. Der wird Probleme gegen dich. Und dann glaube ich, geht er sofort 2 oder 3 Korbleger in Folge. Aber er hat die Möglichkeiten, gut zu rebounden, hat die Möglichkeiten, gut Teamverteidigung zu machen. Er hat natürlich auch die Möglichkeiten, das Ball in den Korb zu bringen. So, er ist vielseitig, aber wir haben mehrere Spieler, das sind auch vielseitig. Also man sieht mit Stamberger, er ist eigentlich ein 3 und er spielt nur die 4 bis jetzt. So, das ist, oder Baldwin spielt gegen die 3 in Verteidigung. Das sind alle, was macht uns vielleicht ein bisschen mehr schwierig zu spielen. Weil du kannst nicht sagen, okay, es sind nur diese ein Spieler, außer Enos Wolf, auf die 5. Alle anderen können mehr Position spielen. Okay, Tobi. Maybe one comment or one sentence like to the game schedule. You had to play on Wednesday in Leverkusen, yeah, and today in Tübingen. Like, this how do you see it? Was this a disadvantage maybe in preparation, traveling? Our preparation was short for both teams, just 1 or 2 days. Actually, you played Heidelberg, it's not far away from here. Maybe more time to recover or to prepare, but
unfortunately, that was from draw our problem. We got two games in a row on how many, 3 days to travel a lot. What to say, you have to adjust and just, yeah, you have no time to cry and you have to be tough and just keep going. Okay, dann bedanke ich mich. Gute Heimfahrt. All the best. Thank you.